Na gut. Tod eines Helden. Das ist die Davit-Festung, die Basis der Sephira. Hier sind alle feindlichen Truppen, die unter General Carter dienen. Oh, General Carter, der war auch im Lehrbuch meiner Militärschule. Ein sagenhafter Held bei der Schlacht um Davit vor 20 Jahren. So, Carter. Und jetzt müssen wir ausgerechnet hier auf ihn treffen. Kommandeur, was gibt es Neues von General Sigismundo? Die von Sigismundo ausgeführte Haupttruppe wird später hier eintreffen. Wir sollen derweil schon die Festung angreifen und erkunden. Erkunden? Wir sollen so wohl hineingehen und schauen, wie stark unser Gegner ist. Das heißt, wir sind... Richtig. Er will uns als Kanonenfutter benutzen. Warum sonst sollen wir angreifen, bevor die Haupttruppe kommt? Entweder Sigismundo ist dumm, oder er will nichts mit uns zu tun zu haben. Wahrscheinlich trifft beides zu. Wir wissen nicht, wann die Haupttruppe kommt. Helfen wird sie uns wohl nicht. Wir sind also auf uns allein gestellt. Wir brauchen eine sehr gute Taktik. Ah, ich bin doch da. Was ist dieser große Fels dort? Das ist einer der Meteoriten, die die Erde zerstört haben. Er ist durch die Angriffe zerstörbar. Dann nehmen wir den Flughafen ein. Teilweise können wir ihn aber auch als Schutz gegen Übergriffe nutzen. Wir müssen uns gut überlegen, welche Meteoriten wir zerstören. Oh. Plasma. Oh, okay. Bisschen Hafen, bisschen Marine. Ich mag keine Seekämpfe, to be honest. Die Fabrik da wäre geil. Da ist ein Hafen. Warte. Wird ein Meteorit zerstört? Erlischt Plasma. Das heißt, das hier ist actually mehr oder weniger gut? Ja. Also ich will eigentlich das hier bis hier oben halten. Dann habe ich hier zwei Chokes. Das wäre sehr schön. Denn es ist einfacher, da durchzukommen. Er hat natürlich schon einen Flughafen. Das könnte eine interessante Mission werden. Hallo Sage. Wo sind seine Air-Units? Ein Heli da drüben. Was hat er denn? Professor Schlacht, er hat einen Flugzeugträger. Ja, okay, der muss weg. Oh, das ist widerlich. Ja, okay. Ah, ihr geht mal als Gespann durch. Und du bleibst da. Wird schon schief gehen. Ein Witz. Was geht durch den Wald und niest? Ein Rotzkäppchen. Ja nun, ne? Und General Carter, wie ist die Lage? Sie schon wieder. Möchten Sie nicht einmal meine Waffe ausprobieren? Ich gehe wieder. Mit dieser Superwaffe ändert sich mit einem Schlag alles. Natürlich verwandelt sich das hier in eine Hölle, auch für Ihre Leute. Aber wenn Sie damit viele von den Lorenzianern erledigen können. Vor 20 Jahren stand ich hier schon einmal der lorenzianischen Armee gegenüber. Aber es war ein fairer Kampf, keine verbotenen Waffen. Ein besiegter Kommandeur wurde immer anständig behandelt. Die Soldaten hatten einen Ehrenkodex, daran werde ich mich auch weiterhin halten. Ihr Vorschlag ist eine Beleidigung für die hier kämpfenden Soldaten.
Ich sehe, es hat keinen Zweck. Meine Hochachtung, Herr General. Dann werde ich mich zurückziehen. Sein Kampfpanzer. Okay. Oh. Ah. Oh. Ah. Jetzt habe ich diesen scheiß Meteoriten angegriffen da hinten. 18.000. Wo soll ich mit einer Walze? Ich habe keine Walze zu... Und wie geht's so? Privat, absolutes Chaos. Könnte beinahe nicht schlimmer sein. Ansonsten, ja. Keine Walze. Ah, ist schon frech. Dann lass einen Kampfpanzer bauen. Ich hab nicht aufgepasst da drüben. Ich habe die Seeeinheit nur komplett vergessen, da zu checken. Ja. Oh, ist das bad. Ja, das war mein U-Boot. Ja, das sackt jetzt. Ja, das sackt ziemlich hart. Und kannst du bitte besetzen? Alles scheiße. So gut, ja. Ja, richtig gut alles. Alles so gut, dass ich weinen möchte. Oh mein Gott. Ich habe die Seehoheit komplett verloren. Also wirklich straight. Er ist richtig beschissen. Oh. Bewegung 3, 4, 5. Der Flugzeugträger stört halt enorm. Warte mal. Hat der Kreuzer mich angegriffen und ist danach noch hochgefahren? Da war doch auch nicht richtig. Der wurde auch beschissen.
Ich bin ein bisschen froh, dass es keine scheiß Commander-Gaben hier gibt. Das ist ein Feature, das ich immer actually kacke fand. Passive Boni, ja, aber die Gaben waren immer nervig as fuck. Möchte hier rüber jetzt. Hab ich schon befürchtet, dass das irgendwann kommt. Können wir bitte... Hallo? Was hat er denn für eine Standhaftigkeit? Oh, warte mal, hier ist eine Basis. Gucken. Geld 1,2. Hm. Oh, 1,5 kosten die. Hm. Na gut. Okay, er geht wirklich aufs Krat. Interesting. Oh, er eint. Eine kleine Schweinerei. Kampfpanzer. Ja. Nein, die Alte. Drei Schuss habe ich gebraucht dafür. Ey. Es war besetzen immer oben. Es ist absolut ekelhaft, dass es geändert wurde. Komm. Kill, nice. Also. Lass drauf schießen. Hauptsache der geht low. Au. Geld 12.000. Komm nicht vorwärts. Also. Du kommst auch nicht ganz hoch. Ja, geh mal ein bisschen vor. 12.000. Kampfheli. Hast schon wieder eingebaut. Er wird schon angreifen, wenn er was von mir will. Hey! Das will ich nicht. Na, er kommt. Hey, ich hab doch gecheckt, ob der so weit fliegen kann. Und wieso kann er das straight noch einbauen? Ich werde so sauer. Alter, es ist ja...
fühle mich etwas verarscht. Wirklich. Ich kann den hier aber einsperren. Okay. Geld 6000. Heligo. Du bitte mal Ammo nachladen. So. Ganze Schmapp läuft scheiße, actually. Hm, war klar. Da bist du jetzt aber in Range für mich, von daher alles easy. Wirklich, du gehst dahin. Oh. Und der verpisst sich wieder. Ich raste aus, ey. Wirklich hier. Der hat jetzt meinen Kampfpanzer dadurch wirklich ausgelöscht. Wir hätten den halt schon gehabt, ne? Ach, ich kann den nicht mehr angreifen, ey. Ach, und da steht eine Flak. Ich hatte jemand random unter einem AC-Video gefragt, ob es sich lohnt, das Game nochmal zu spielen. Keine Ahnung. Ich habe es zum ersten Mal gespielt. Ich kann es nicht beurteilen. Was? Oh, nice. Ach so, okay. So, Kills für die Einheiten farmen, damit sie hochleveln. Verdammt, knapp zu wenig für einen neuen Kampfheli. Okay. Ey, meine Missile, ey. Fick dich, ey. Geil. Hatte schon kurz Angst. Ja. Nein, ich komme nicht hinterher. Ja, verdammt. Muss weg. Muss ich vom Himmel holen, den scheiß Vogel. Mein Gott. So. Den kann ich ja nicht angreifen hier. Verdammte Scheiße. Und besetzen. Ach nein, das ist der Raketenwerfer. Ich komme hier eh nicht rüber. Wir können nur Mechs entlang.
damn it. Ich glaube, ich brauche einen Bomber, ey. Das hier, ist das ein Kreuzer? Ne, ist ein Schlachtschiff, gut. Stimmt, seinen Kreuzer habe ich rausgenommen. Oh, das heißt, ich kann auf einen Bomber sparen. Ich habe einen Bomber. Perfekt. Oh mein Gott. Ich kann auch nicht weiter als diese Stadt hier. Okay, durchs Plasma geht nämlich nicht. Nee, okay. Ah, die Flak hier ist halt kacke. Doch, den Vogel hören wir noch runter. Hör auf, deine Truppen hier hin und her zu schieben, du nervst mich. Okay. Ja. Oh, wow. Was wird er denn so? Ey, 100 Jahre an diesem Scheißding. General Carter. Dann sind Sie wohl der Kommandeur der lorenzianischen Truppen. Vor 20 Jahren haben Sie hier die Festung gegen Lorenzia verteidigt. Erinnern Sie sich noch an den Kommandeur von Lorenzia damals? Sicher. Es war ein hervorragender Soldat. Selten bei den Lorenzianern. Der Kampf dauerte 100 Tage, mit Pausen, um Opfer zu betrauern. Ich kenne weder Name noch Gesicht, aber ich kenne ihn trotzdem. Fast wie einen alten Freund. Das war mein Vater. Tut mir wirklich leid. Sie haben, wie mein Vater, nur Ihre Pflicht als Soldat getan. Ihm wurde alle Schuld an der Niederlage gegeben. Er wurde deshalb geächtet. Sie sind der Einzige, der ihn als einen hervorragenden Soldaten sieht. Das hätte meine Eltern sicher gefreut. Herzlichen Dank. Wenn wir andere Zeiten hätten, aber lassen wir das. Die letzte Schlacht gegen seinen Sohn zu führen, ist ein würdiger Abschluss. Ah ja. Warte, welche Range hast du? Ich hasse es. Bomber konnten früher weiter. Kann sein, dass du keine Lufteinheiten angreifen kannst. Da ist ein Heli, ich wäre fast in die Range geflogen. Pass ja gar nicht auf gerade, ey. Dann dauert das halt bei beiden 4 Tage, ist egal. Nicht happy mit dem, wie es hier läuft. Nein. Warte, Bewegung. 4, oder? Ne, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus Bewegung 5, also 10 Felder. Im Endeffekt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Aber wie kommt. Wie kann denn. Reichweite 3 bis 5 und Bewegung 5. 1. Das ist Bewegung 4. Was ist denn 4? Ach so, weil hier verschiedene Gewässer sind, ne? Ah, 1. Also, weil. Ne, hä? Achso, ich stehe safe. Ha, hallo Chat, hallo Mods, hallo Welt. Guten Morgen. Diese Anzeigen sind verwirrend. Hallo, sexiest Rave Dave. Hi. Normal stark. Ja, nee, Kampfheli ist besser. Okay. Oh.
Weil er da unten weg ist. Er kann also doch Helis angreifen. Deswegen kann er den jetzt angreifen. Ich hasse alles. Das ist doch alles Bullshit. Jetzt blockiert er mir den Rückweg. Hä, wieso bin ich denn... Ich verstehe manchmal die Anzeigen nicht. Ich komme irgendwie durcheinander. Warum ziehst du denen das denn noch eins runter, ey? So. So, Jäger. Das ist ja genug hier, ey. Ich kann nicht auf diese Stadt, ey. Halt daher, es ist. Verpiss dich! Wie nervig kann der Typ denn sein, ey? Jetzt zähl da von da, ey, es ist. Furchtbar. Na, das so. Ah, war dumm. Jetzt kriege ich das Ding nicht weg. Er wird darauf ballern. Und dann kriege ich ihn auch. Er kann darauf gehen? Wo kommt denn der her? Hä? Dann bist dahin, wenn ich nerve, mich verpissen soll. Hä, was, wer hat das denn gesagt? Hat doch niemand gesagt, hä? Ich hoffe nicht, dass ich den Anschein erweckt habe. Weil das wäre Quatsch. Ich habe nur mit meiner Art das mit diesem Sexiest in Frage gestellt. Ich sehe mich selbst ein bisschen anders. Okay. So, Schlachtschiff auf 2 runter. Einfach noch ein Bomber. Diese blöden Flugzeuge da. Die nerven wie die Pest. Ich komme immer noch nicht hier hin. Bonk Dave. Bonk dich selber.
Der will meine Stadt. Jetzt kommt der mit einem Jäger. Ich rast aus. Mein Jäger ist hier unten. So, hab. Nice. Ha. Lucky High Roll. Weg von meiner Stadt. So. Scheiße. Ja, das ist mein Heli-Wip. 20.000. Der kann damit auf Lufteinheiten schießen. What? Das ist krankstark. Also jetzt ernsthaft, das ist... Das ist eine bodenlose Frechheit. Er nervt langsam. Wir haben hier auch schon wieder so eine Todeszone. Vor allem diese Stadt kriegt halt einfach keiner. So. Da ist mein anderer Jäger. Okay. Ne, da hat er auch noch welche. Verdammt nochmal. Das habe ich nicht gehört. Schlaf aber halb und gerade meintest das. Und das ist was anderes gemeint. Also, dann habe ich das zum Gegner gesagt, aber nicht zu dir. Da hast du mich herzlich vertan. Ich gehe mit der Infanterie hier hoch, das wird dir nichts. Landeboot darüber. Nee, auch nicht. Wir sparen auf dem Schlachtschiff. Was kommt da von ihm angewödelt? Landeboot. Ich bin dein Endgegner. Hoffentlich nicht. Aber actually, warte mal. Einen Bauwagen hier machen. Zwar hier noch einen kleinen Flughafen bauen. Ein Kreuzer, ein Helienlandeboot. Dieser Raketenwerfer blockiert, dass ich hier durchkomme. Ich muss hier einen Raketenwerfer hinstellen, der da drauf ballert. Wo sind meine Raketenwerfer da drüben? Du kannst sogar da hoch. Ja, du musst da hin. Jetzt zieht er den hier hin und her und hin und her und hin und her.
Ich kann mal schlafen. Gute Nacht allerseits. Liefer. Schlaf wunderbar. Die Reparatur für den Bomber zieht uns so viel Kohle raus. Das ist okay. Ey, der Kerl weckt mich auf. Als ob der es überlebt hat. So, danke für das Upgrade auf dem Asttier Jagdpanzer. Oh, doch 100 Jahre. Whatever. Dann bauen wir hier. Oh, der ist fast wieder hoch. Zu wenig Geld. Das ist alles dumm. Ach, scheiße, der ist tot. Jetzt habe ich meine Einheit geopfert. Weil ich nie aufgepasst habe. Da kriegt der jetzt auch noch einen Bonus. Fuck. Der Kreuzer will doch nur auf meine Jäger. Vergiss es, Jung. Er hat nur noch 23, shit. Alles kacke. Geld 30.000, na endlich. Weil die beide repariert wurden, ne? Einmal dahin kann ich ungeschoren. Ah, dann komme ich jetzt mit dem Schlachtschiff, Gott sei Dank, ey. Den, der ist knapp draußen. So, und der auch. So, kill meinen. Das gibt's doch nicht. Er tut halt gar nichts. Das kann doch nicht sein, dass der wirklich nichts tut. Das ist so lächerlich, ey. So, jetzt. Ich frage, was von den beiden Dingern schieße ich? Mit noch einem Bomber. Ich flieg da einfach mit den Bombern rein und ja, mach einen kurzen Prozess. Das hilft ja nicht. Nein. Das ist so dumm.
Hör auf, ey. Hör auf, ey. Jetzt hat alles kacke hier. Ja, wobei, warte mal. Wenn das Plasma weg ist, dann ist ja hier Polen offen quasi. Wie man so schön sagt. Was durchaus schlecht wäre. Ja. Ne, passt. Kannst du dich verteidigen? Ja, ja, auch. Okay. Ich habe ein U-Boot gehört. Wirklich, jetzt schießt du darauf. Was? Was? Ernsthaft, was? Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist. What? Er baut die ganze Zeit Fliege jetzt. Okay. Geld 16.000. Ja. Muss ich eine neue Missile bauen? Mal gucken. Wird das neu? Was? Oh nein, wo hat er die Missile stehen? Die habe ich nicht gesehen. Da oben steht eine Missile. No. Oh. Ja, das ist jetzt super schlecht. Ach, jetzt ist ein Jäger da und mein Gott. Da oben steht eine Missile. Ach, ich Gott sei. Ach, ich war so kurz davor anfangen zu können. Ich hab was zu Hause. Ist das dumm? Nein. Ach, es ist alles zum Kotzen. Wirklich alles. Ja, jetzt darf ich halt erstmal wieder 3 Runden länger warten, bis ich angreifen kann. Diese Scheiß-Missile habe ich nicht gesehen. Widerwärtige Scheiße.
Denn er kommt gerade mit allem Möglichen hier dann. Ich komme da nicht richtig hin. Es ist. Ach, mein Gott. Oh, es frustriert mich gerade so sehr. Ich würde gerade so gern einfach nur ausmachen. Das pisst mich an, ey. So ein kleiner Scheißfehler. Ja, das dauert wahrscheinlich sogar 5 Runden, bis ich wieder an dem Punkt bin, dass ich weitermachen kann hier. Es ist so dumm. Das wird jetzt auch wieder scheiße teuer. Über Runden. Wow, ich komme hier nicht mal weg. Es ist so dumm. Ah, sowas pisst mich einfach nur an. Einfach dumm und unnötig. Ich stelle dir sogar noch ein Bait hin. Kannst du dir einen aussuchen. Ach. Oh, er kommt hier rein. Schön, ja. Ach ja, jetzt spiele ich natürlich richtig beschissen, weil ich genervt bin und keinen Bock mehr habe. Ach, es ist so dumm. Alter, fick dich. Eine dumme Drecksscheiße, ey. Ja, da oben kommt jetzt der Bomber. Ey, wegen dieser einen Hurensohn und Wichsmissel, ey. Das pisst mich so an. Ah, hallo, André. Ach, scheiße, jetzt habe ich das gezogen. Ja, komm, wir opfern die. Da schießt jetzt die andere drauf. Ah, ich bin so genervt jetzt. Ach, es ist so dumm. Ihr, nein, geh weg. Und da der Bomber. Natürlich kommt der Bomber bis hierher. Warte, Mats. Die Missiles. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Okay, warte mal, das. Ja, die Infanterie muss da mal weg. Wir brauchen den Platz. Ich muss hier im Endeffekt noch ein Schlachtschiff hinkriegen. Ja. Und bis das repariert ist, dauert das halt auch jetzt wieder ewig. Wo ist denn sein scheiß Jäger? Der steht hier. Alter, dieser Jäger muss halt weg. Wenn dieser scheiß Jäger da steht, kann ich nichts tun. Dass die CPU auch nicht mehr auf obvious Baits reinfällt wie früher, geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Das heißt, du musst wirklich Opfer bringen. Na gut. Dann repariere ich den Jäger. 7000 haben wir noch in Geld. Ja, natürlich schießt du da drauf. Er kommt tatsächlich mit dem Bomber. Okay. Blub, 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 blub. Warum bleibt er denn da stehen? Ey, das war ja kompletter Quatsch von ihm. Hä? Hat die CPU gerade einen Hänger oder was? Also, ich nehme das gerne an, aber
Ach so, unser Raketenwerfer ist ja kaputt, mit dem wir hier. Heavy Return Damage, naja. Ich kann nicht mal was bauen. Kann ich das Schlachtschiff da oben hinstellen zum Erholen? Damit es mir wenigstens einen strategischen Nutzen bringt. Mal dahin. Auf 5 von 5, das passt. Er kommt. But why? Ja, das ist... Blum, 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 blum. Ja, ja, ja. Wir gehen einen Haufen Kohle flöten. Muss ein Raketenwerfer hin. Schade. Einfach so wegballern? Nee. Ich würde gerne meinen Kampfpanzer zum Ass machen. Jäger abgelevelt. Nee. Ach so, weil die Stadt jetzt nicht mehr abgedeckt ist, ne? Dadurch greift er öfter random an. Muss das mal besser abdecken wieder. Dauert alles noch so ewig. Ja. Oh, er kommt tatsächlich her. Was greifst du an? Bist du nicht in Range von meiner Missile? Hold on. Du Mist. Er hat einfach nur für 2 Damage eine komplette Einheit geopfert. Was macht er denn da? Ist er jetzt komplett plemplem? Warte mal. Über dem Busch. Okay, komme ich nicht hin. Ne, warte. Und. Ja. Okay. Dir fehlt noch ein bisschen was. Alles hat Schaden genommen. Er geht darauf.
Ich habe das U-Boot gehört. Ich habe nicht aufgepasst. Er hat irgendwo ein U-Boot. So, ich mache es einfach hier dicht. Mal weg da. Nervig. Da ist ja noch ein Jäger. Er zieht sich zurück. Oh, aber hier ist der Jäger. Wo ist mein Jäger? Scheiße, da hinten, ne? Er hat saumäßig kein U-Boot gehört. Er hat saumäßig Angst vor Ranged Units. Die Missile. Oh. Er hat nur die eine Anti-Air-Unit, ne? Ah, fuck off. Ah, nein, hat er nicht. Er hat da noch die Flak stehen. Ich ziehe mich jetzt einfach hier hin. Und was er macht, ist dann seine Sache. Will ich den schon zerstören? Nee. In die Stadt da. Wenn hier gleich alles aufgeht, brauche ich mehr Raketenwerfung. Und ein Kampfheli. Ja, war ein bisschen verfrüht jetzt, die Offensive da drüben. Da ist ein U-Boot. Ein Stück Scheiße. Oh nein, ich habe den Scheiße gezogen. Oh, verdammte Wichse. No. Egal, sein U-Boot ist weg. Ach, so die Scheiße da jetzt in der Ruhe. Ja, und der kann wieder weg. Es gibt's nicht. Gott, wie kann man so Scheiße spielen? Nee.
ist widerlich, ey. Weißt du was? Let's go. So, damit ist das offen. Da kommt ein Bomber. So, Anti-Air-Units stehen überall. Die Anti-Air-Unit wird nochmal geheilt. Nochmal 20.000, bauen wir nochmal einen Bomber. Die stellen wir dahin, wo der Hafen gleich frei sein muss. Trinken, trinken ist eine gute Idee. Warte, lass mich den Zug noch schnell beenden. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist gerade ganz schlecht. Der ist zu nah, guck mal. Ich kann den nicht abschießen. Oh boy. Und die kommen nicht hin. Und er verzieht sich mit seinem scheiß Jäger einfach nur. Oh. 84, aber Heavy Return Damage. Der Bomber da von ihm ist doof. Das ist jetzt wirklich doof, dass der da so scheiße steht. Das ist richtig kacke. Oh nein, ich kann ihn nicht wegziehen. Nein. Ich will den nicht verlieren. Nein. So. Alles hinter eigenen Einheiten blockieren. So, mal gucken. Hat er irgendwo eine Missile? Nee. Okay, dann sollten wir da eigentlich jetzt durchpreschen können. Hat viel zu viel Vorbereitungszeit gekostet. Warte mal. Seine Bewegung sehr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually. Actually. Ja, ist jetzt nur die Frage, was der scheiß Bomber macht. Der ist sowieso schon im Einzugsgebiet. Ah, ah. Ja, den darf ich da nicht hinziehen, aber da. Drauf geschossen. Nee, war dumm.
Jetzt ist er im Einzugsgebiet von beiden. Ich denke nicht richtig gerade. Bleibt sogar wirklich stehen damit. Okay, hat Return Damage bekommen. Naja. Oh, damit kriege ich dich aber endlich. Okay. Naja, es hat viel Schaden gemacht, aber... Das könnte schlimmer sein. Aber seine blödesten Scheiß-Einheiten kriege ich jetzt endlich weg. So. Der Bomber ist weg. Ich kann sogar mit dem Kreuzer den runterziehen. Und jetzt kann ich nämlich wirklich hier rein. So, wo ist der? Weg. Na, lebt noch. Dann muss er nämlich mit dem wegziehen. Okay, die Stadt ist wieder sicher. Komm noch nicht weit genug. Ha. Versuch mal, das Ding zu holen. Da kommt noch ein Bomber. Haben wir noch irgendwo einen Jäger? Ach, scheiße, der ist noch in der Reparatur. Ungünstig. Ah, ja, die Missile. Okay, der Jäger muss halt dann alles noch machen. Warte mal, 23.000. Ja, noch eine Flak. Ein Kampfpanzer hinterher schicken. Warte. Oh ja. Es sieht immer aus wie eine scheiß Artillerie. Die Pack. Panzerabwehrkanone. Hey, eine Flak. Warum hat er denn da noch eine Flak stehen? Eyo. Habt ihr mal nicht. Er macht noch gut Schaden mit dem bisschen, was er hat. Das muss man ihm ja lassen. Dass er die nicht retten will? Die Pack ist actually sau wichtig für ihn. Ja. Bye, Pack. Pack's mal. Okay. Oh, echt nur 80? Scheiße. Kann ich mit dem Heli den angreifen? Nee, auch nicht. So. Damit ist der weg. Er baut erst neue Anti-Air-Units. Das ist okay. Den Panzer würde ich sogar actually ganz gern ein bisschen nach hinten ziehen. Komm du mal doch mit vor. Plus ist ja... Oh, Infanterie 2. Scheiße. Naja. 7200, du brauchst ja immer noch ewig. Hm.
Ja, ich habe zwei sauteure Einheiten, die da passiert werden müssen. Das ist halt ungünstig. Wirklich. Auf die Missile. Das ist denn. Was hat denn der Kreuzer noch an Munition? 5 von 9, ja. Von mir aus. Ah, er baut einen neuen Jäger. Was ist denn Ernst? Oh, komm du mal mit, bitte. Ja, ich hätte das Ding früher kaputt machen müssen und da reinstürmen sollen. Als ja, hm. Ja. Na, guck mal. Ah, kann ich die Missile noch? Ja, bis da. Oh, hier kann er ja noch was bauen. Nö. Lass mal. Nee. Schaden, ja. 100% Schaden. Ja, hups, ne? Er war zwischenzeitlich schon ärgerlich hier. Ach komm. Für den Fall, das würde ich noch brauchen. In der Basis hilfst du mir ja nix. Ja, du musst nicht mehr ziehen. BVB gegen Grün macht keinen Spaß. Ja, das Abaddon. Finished noch mit dem? Nee. Blöde Doofköpfe. Ich hab's dir gestern erklärt. Nachts gegen Abaddon willst du nicht spielen. Ne. Ja, die ganzen scheiß Anti-Air-Units, die er jetzt halt noch hat. Ich brauche noch 2 Kills, das kannst du vergessen. Wenn Miko ausgemacht hat. Dann. Könnt ihr noch? Ach, du kannst den wieder nicht angreifen, oder? Was haut er denn so ab, ey? Erstmal hierhin, damit er keine Flugzeuge mehr bauen kann. Die drehen halt auch sofort alles zurück.
Ich weiß. So, ich blockiere ihm jetzt seine Baufelder. Er kann... Na, er könnte da noch was bauen. Warte mal. Moment. So. Ja, komm, wir ziehen ihn das halt auch noch hoch. Lohnt sich das noch? Ne, wird eh hinterziehen, ne? Und, Oh shit. Er kann hier noch was bauen. Nein. Verdammt, ich komme nicht hin. Nein. Ich habe das Feld aufgemacht. Jetzt wird er da noch irgendwas hinstellen. Nein, nicht Angriff, warten. Ja. Dann bekommen wir wieder neue Gegner ab Freitag. Er hat eine Flagge. Oh, er hat einen Kreuzer gebaut. Warum musst du denn jetzt einen Kreuzer bauen? Hör doch auf, Junge. Ach ne. Warte, du blockierst das. Hallo Malf. Ich habe mich gerade erst auf den Ball gesetzt. Aufstellen musst du noch warten. Und guten Morgen. Schneller als die Polizei erlaubt. Tja. Das ist jetzt ärgerlich. Dass er da noch dieses blöde Schiff gebaut hat, ey. Elende Drecksscheiße. Kann ihn aber auch nicht ganz einzäunen. Aber warte mal. Okay. So, jetzt kann er... Ach ne, da unten ist noch nicht fertig. So. Jetzt hat er keinen Spot mehr, was zu bauen. Es ist nur noch dieses blöde Schiff da unten. Außer er hat noch irgendwo ein scheiß U-Boot versteckt. Dann wäre er aber sauer. Ah, hier. Ne, habe ich noch einen anderen Flughafen? Nö. Da noch ein Bomber. Weil die Dinger geil sind. Und versenken. Gott. Mein Gott. Fantastisch. Da kann selbst ein Veteran wie ich nichts ausrichten. Damit endet dieser Krieg. Echt? Ist vorbei? Das war ein S-Lang. Ich war super langsam. Ja, siehst du? Oh, gerade noch über 302. Eieieiei. Ah, Kraft und Technik haben sie rausgerissen. Damit ist der Krieg endlich zu Ende. Ah, es war super langsam. Das war's. Zarya, Trak, der Kampf ist zu Ende. Schont jetzt das Leben eurer Soldaten. General Carter, die Verantwortung für diesen Krieg trage ich ganz allein. Ihr wurdet von mir zum Kampf gezwungen. Teilt das der Lorenzianischen Armee bei unserer Kapitulation mit. Das geht aber nicht so. Schließlich haben sie für uns... Dann habe ich mindestens genauso viel Schuld. Das ist ein Befehl, Zarya. Mein letzter Befehl. General, mach dir keine Sorgen. Ich kenne den gegnerischen Kommandeur O'Brien. Er ist kein Freund von sinnlosem Töten. Mit ihm kann man bestimmt reden. Hast du das auch verstanden, Trak? Wenn sie es mir befehlen... Er ist ein Sniper.
Damit ist es entschieden. Hoffentlich läuft bei der Kapitulation alles glatt. Es gibt nun keinen Grund mehr, sich gegenseitig ans Leder zu wollen, oder? Ich bin der Oberbefehlshaber von Zephyrus Carter. Wir sind geschlagen und bereit, Ihre Forderungen zu entsprechen. Versprechen Sie mir nur eins. Was möchten Sie? Die Kriegsschuld trifft mich, den Kommandeur, allein. Ich bitte Sie, mit meinen Leuten nachsichtig umzugehen. Das ist in Ordnung. Wir wollten sowieso nur, dass dieser Krieg zu Ende ist. Haben Sie Dank, Oberleutnant O'Brien. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört und ich bin nicht enttäuscht. Sie sind in der Tat ein rechtschaffender Mann. Rechtschaffen? Ich wollte eigentlich nur, dass dieser Krieg endlich vorbei ist. Und ich bin sehr froh, dass Sie mein letzter Gegner waren. Das sieht aber wahrscheinlich unser... Der andere Hansel, ich wollte sagen unser Chef, aber er ist ja gar nicht unser Chef, ne? Finde ich nicht so. Zadia, töte mich. Ehe mich die Laurentianer noch misshandeln, sterbe ich lieber. Töte mich, na los. Ihr habt ja auch nichts anderes bisher getan. Zadia, der Krieg ist vorbei. Ihr habt euch ergeben und wir sind anständige Soldaten. Wir tun niemandem etwas, der nicht die Absicht hat zu kämpfen. Und das aus dem Munde eines Laurentianers. Das habt ihr schon mal gesagt und nach der Katastrophe habt von Frieden gefaselt. Und dann habt ihr uns hintergangen, habt wehrlose Zivilisten getötet. Wie? Von was redest du da? Die Menschen, die wir hätten beschützen sollen, hat Sigismundo alle niedergemacht. Darunter waren unschuldige Kinder, wie auch mein Bruder Zeno. Das kann doch nicht wahr sein. Sigismundo, dieser Mann ist ein Unmensch. Ihm verzeihe ich nicht und euch, die ihr für ihn kämpft, auch nicht. Deshalb musste ich weiterkämpfen, um mich an Laurentia zu rächen. Kommandeur, General Sigismundo ist eingetroffen. Gutes Timing. Das habt ihr gut gemacht, O'Brien. Damit ist der endgültige Sieg der Neo-Laurentianer besiegelt. Nun zu Ihnen. Sie sind der Kommandeur der Zephyrer? Richtig. Ich bin der Oberbefehlshaber der zephyrischen Armee Carter. Blas dich nicht so auf, nichtsnutziger Zephyrer. Lassen Sie das. Er hat sich doch schon ergeben. Misshandlungen von Gefangenen ist gegen internationale Verträge. Internationale Verträge? Die gibt es schon lange nicht mehr. Zephyrus ist zerstört, Laurentia ebenso. Gerade darum brauchen wir einen neuen Staat mit einer neuen Ordnung. Was reden Sie da? Aber machen Sie sich keine Sorgen, O'Brien. Ich werde diesen Verlierer nicht unnötig quälen. Finn, erschieß ihn. Carter! Denken Sie an Ihr Versprechen. Warum? Warum haben Sie ihn erschossen? Er hat es sich doch schon ergeben. Er war ein Zephyrer und diese Welt braucht keine Zephyrer. Sie sind das letzte, Sigismundo. Keine Bewegung, O'Brien. Ich will dich nicht auch noch erschießen müssen. Sieh. Leg dich nicht auf, Mann. Ein oder zwei mehr oder weniger. Was macht das schon? Ich frag mich, wie viel du schon auf dem Gewissen hast, hä? Bring die zephyrischen Soldaten ins Lager Kisela. Dort werden alle öffentlich hingerichtet. Solche können wir für unseren neuen Staat nicht gebrauchen. Können wir ihn nicht instant erschießen? Was ist er denn für einer?